Also, der Schatzmeister, hier ist er. Also, der Schatzmeister von Alkark, auch bekannt als Pairika, eine gefürchtete Persönlichkeit, die alle Bereiche des Bezirks kontrolliert. So, und wir müssen die Identität von ihm, also ihn identifizieren. Bürger, unsere Gelehrten mahnen an, dass uns kaltes Wetter bevorsteht. Auf dem Basar können Dornbüsche zum Verbrennen erworben werden, um euer Heim vor dem Frost zu schützen. Wie schön, den Basar wieder so belebt zu sehen. Die Händler bei dieser Auktion verkaufen nur die feinsten Gewürze. Eine Gelegenheit, das sei meine Augen, Ido. Ja, so hier hinten. Basim, komm her! Hätte ich mir denken können, dass du hier bist. Weißt du irgendetwas über den Schatzmeister? Es ist ein Amtsträger des Kalifats. Schatzmeister? Ich weiß schon etwas, aber du weißt, wie es mich schmerzt, wertvolles Wissen kostenlos abzugeben. Was soll ich für dich erledigen? Du weißt gleich, was ich denke, hm? Du musst wissen, kleiner Fink. Die Dairatul Mal ist nicht nur ein wichtiges Ereignis für die Oberschicht von Elkar, sondern auch für Diebe. Hat dir wieder jemand was weggenommen? Ein wertvoller Unterteller. Luca hat ihn. Er war schon immer neidisch auf mich. Was glaubst du, wo er ist? Ich wusste, auf dich ist Verlass, kleiner Fink. Er sollte in einer der Kisten bei seinem Stand sein. Bin gleich zurück. Ernsthaft? Und sowas muss ich jetzt machen? Hast du von der Aufregung ein paar Stände weitergehört? Nein, diesmal nicht. Zwei andere Händler, die sich um einen Stand an der Auktion stellen. Was wird der Stand sein, den Kong meinte? Also dann, ein Teller. Junge, du, was machst du da? Soll ich jeden Teller finden, bitte? Doch nicht euer Ernst, oder? So ein Rätsel? Hm.
und so gut versteckt. Er muss wertvoll sein. Etwas Verdächtiges geht auf den Dächern vor. Unser Moment ist gekommen. Macht euch bereit, Jungs. Die große Auktion ist endlich gekommen. Die Wachen werden beschäftigt sein und somit ist die unsere Gelegenheit, uns endlich mit ihrem Gold zu belohnen. Kommt zu mir aufs Dach und wir beginnen. Sofern ihr nicht vorhabt, die wie Feiglinge mit eingeklemmtem Schwanz wegzulaufen. Natürlich hat Kong so einen Teller. Vielleicht erzählt er mir dann jetzt, was er über den Schatzmeister weiß. Hey! Zurück! Verschwinde! Hallo! Hallo! Komm mit! Hallo! Hallo! Komm mit nach oben! Eins nach dem anderen, bitte. Hier. Der kleine Fink hat es wieder geschafft. Damit ist mein Satz endlich vollständig. Ich dachte, es wäre deiner. Jetzt ist er es. Egal. Hör gut zu. Ich trank gerade meinen Nachmittagstee, als ich das Gespräch zweier Damen mithörte. Es ging um eine Bestellung für die Daira Talmal. Sie fertigten eine wunderschöne Robe für den Schatzmeister an, mit feinen östlichen Stickereien. Halte danach Ausschau. Östliche Kleidung. Danke, Kong. Der Schatzmeister ist wahrscheinlich ein Ausländer aus dem Osten. Jetzt mal die nächste Person hier. Irgendwo oben. Ja, genau. Hallo, hallo. Komm mit nach oben und sieh dir meine Waren an, Sadiki. So etwas hast du in Bagdad noch nie gesehen. Artefakte aus dem fernen China. Nur hier. Sonst nirgends. Nicht so schüchtern. Kommt herbei, geht nach oben und staunt über mein Angebot. Friede sei mit dir. Sagtest du etwas von Artefakten aus China? Ja, Sadiq. Willkommen, willkommen. Hier findest du sicher etwas, das dich interessiert. Wundervolle Fäden. Weich wie ein gebutterter Kamelhintern. Dieses Angebot mache ich nur dir, Sadiki. Du bekommst 3 zum Preis von 2. Steht dir der Sinn nach etwas Außergewöhnlichem? Ich habe Schmuckstücke aus dem fernen Osten im Angebot. Seltene Vasen, feine Teetassen. Aber mein Schatz ist die Haarnadel. Sie ist von einzigartiger Schönheit. Selbst der Schatzmeister hat sich nach ihr erkundigt. Warte, die Haarnadel. Wo ist sie? Sie geht zur Auktion. Wenn du sie ersteigern willst, solltest du besser einen prall gefüllten Geldbeutel mitbringen. Eine Haarnadel aus dem Osten. Das muss die sein, hinter der Kululu für den Schatzmeister her war. Ich muss sie bei der Auktion erwischen. Der Schatzmeister duldet keine Unpünktlichkeit. Noch einmal, der Schatzmeister... Das kann man nicht beschleunigen, Sayyidati. Der Schatzmeister wird nicht zufrieden sein. Und ich ebenso wenig. Das weiß ich. Doch die Erschaffung von Düften ist aufwendig. Wir tun bereits unser Bestes. Euer Bestes reicht nicht. Komm, reden wir woanders. Hier haben die Wände Ohren. Diese Frau erwähnte den Schatzmeister. Ich sollte sie belauschen. Wie du weißt, ist Kinar der Lieblingsduft des Schatzmeisters. Niemand ist unglücklicher, wenn 3 Dutzend Flaschen verschwinden. Seit sich unser Nachschub im Hafen staut, läuft die Produktion schleppend. Sayyidati, gewisse Vorkommnisse haben unsere Lage zusätzlich erschwert.
مجموعات من رجال أقباض في طريقها إلى البئر. أتصدق ذلك؟ في زماننا هذا؟ Bisher hast du mir nicht gesagt, was genau uns fehlt. Das Blut, Saidati. Das Blut ist ein grundlegender Bestandteil des Dufts. Das macht Kinar so besonders. Wir brauchen es. Ich werde mit dem Kalifen sprechen und sehen, was sich machen lässt. Der Schatzmeister wird sich gedulden müssen. Dieser Duft auf den Briefen des Steuereintreibers. Ich dachte, ich röche Eisen. War das Blut? Diese Frau könnte aus dem inneren Kreis des Kalifen sein. Sie kennt den Schatzmeister. Ich muss sie sprechen. Friede sei mit dir, Saidati. Friede sei auch mit dir. Ich kam nicht umhin, Saidati, euer Gespräch über den Duft mitzuhören. Es ist unhöflich zu lauschen. Doch da du ein Bewunderer bist, vergebe ich dir. Mein Name ist Kabiha. Die Frau hinter dem berühmten Kinar. Es hat einen einzigartigen Duft. Rose, Honig, Sandelholz und, wie du wohl gehört hast, ein Quäntchen Blut. Blut, das hätte ich mir denken können. Ich hielt es für Eisen. Blut wird durch Eisen hervorgebracht, oder? Aber aufgrund dieses Details ist es schwierig, große Mengen zu besorgen. Etwas so Exklusives ist doch sicherlich bei hohen Würdenträgern beliebt. Ich meine, es in der Nähe des Schatzmeisters gerochen zu haben. Ning trägt tatsächlich Kinar. Sie ist von seiner geheimnisvollen Komplexität begeistert, wie so viele. Seltsam. Du erscheinst mir nicht wie jemand, der sich für Duftwasser interessiert. Es ist unklug, jemanden nur nach dem Aussehen zu beurteilen. Wohl wahr. Wie hieß du doch gleich? Basim. Basim. Ich sollte nicht noch mehr deiner Zeit verschwenden. Ich wünsche dir eine wunderbare Dairat al-Mal, Saidati. Er hat eine komische Narbe am Hals. Der Schatzmeister ist also eine Frau. Und ihr Name ist Ning. Die Auktion sollte bald beginnen. Bin ich schon mal gespannt, wer es ist. So. Willkommen. Gemütlich machen. Friede sei mit euch. Yassas, ni hao und hallo. Es ist wieder die Zeit des Jahres gekommen, um euer tiefstes Verlangen zu stillen, auf eure Herzen zu hören und zu kaufen, was Allah uns gezeigt hat. Es erfüllt mich mit großer Freude, all euch hochgeschätzte Persönlichkeiten zu unserer jährlichen Dairat al-Mal zu begrüßen. An erster Stelle unserer erlesenen, aufregenden Liste fremdländischer Sammlerstücke haben wir eine beeindruckende Statue aus El-Hind. Sie wurde von den besten Kunsthandwerkern aus Elfenbein gefertigt und bereichert jedes Heim. Was sehe ich da? Bereits ein Bieter? Nein, zwei. Nun, zum ersten, zum zweiten. Noch eine Bieterin. Möchte jemand diesen Preis überbieten? Nein? Verkauft. Dieses Stück geht an die reizende Dame. Die Frau ist als nächstes diese Haarnadel. Die hat irgendwas zu verstecken. Aus dem Osten eine einzigartige himmlische Schönheit. Seht euch nur die Feinheiten dieses Drachens an. Das perfekte Sammlerstück oder ein wunderbares Geschenk für eine besondere Dame in eurem Leben. Also, was ist euch dieses Stück wert, Astekai? Erstes Gebot von der Schatzmeisterin höchstpersönlich. Welche Ehre. Ning, die Schatzmeisterin. Zwei. Noch jemand? Hm.
noch ein Dritter. Ha? Nummer zwei zieht nach. Was wirst du tun, Dritter? Wie sehr wollt ihr sie haben? Horcht in euer Herz hinein. Hört auf euer Verlangen. Niemand? Dann verkauft an den stattlichen Mann mit dem Bart. Diese Haarnadel gehört nun dir, Sayidi. Kommen wir zum dritten Objekt. Not amused. Ihr hättet doch auch bieten können. Und wir danken euch wieder einmal für eine erfolgreiche Dairat al-Mal. Mögen eure Börsen stets voll und eure Herzen voller Sehnsucht. Und 500 ist doch nicht viel. Finde ich jetzt mal für den Schatzmeister. Hast du sie gesehen? Erhalte eine Audienz bei der Schatzmeisterin. Okay. Und die ist hier? Unterm normalen Volk? Ich habe eine Verabredung mit der Schatzmeisterin. Geh beiseite. Verzeihung. Meine Anweisungen sind eindeutig. Keine Brosche, kein Zutritt. Weißt du, wer ich bin? Ich muss mit der Schatzmeisterin sprechen. Ich wurde gerufen, herbeordert. Friede sei mit dir. Ich bin hier, um die Schatzmeisterin zu sprechen. Und was ist dein Begehr? Ich habe ein Geschenk für die Schatzmeisterin, wenn sie mich empfängt. Nur Mitglieder der Elfenbeinmünze dürfen eintreten. Keine Brosche, kein Zutritt. Wo bekomme ich eine Elfenbeinbrosche? Hier ist ein Dieb! Mache! Zu mir! Ich brauche Hilfe! Schön, dich zu sehen. Willkommen! Auf ein andermal. Gute Reise. Ich dachte, der würde was wissen. Wo ist unser Kumpel, der das wissen könnte? Hier gab's echt niemanden? Friede sei mit dir. Nur schon wieder. Was gibt es? Ich habe ein Geschenk für die Schatzmeisterin, wenn sie mich empfängt. Nur Mitglieder der Elfenbeinmünze dürfen eintreten. Keine Brosche, kein Zutritt. Bin doch hier. Habe ich das Spiel überlistet?
Ich bin mit der Schatzmeisterin. Hallo? Ich bin im Büro, im Raum der Schatzmeisterin. Die auch nicht töten oder sonst was mit denen anstellen. Geht nicht. Oder geht's doch? Moment. Nope. Geht nicht. Na gut, dann gehe ich nochmal raus und suche mir halt, ja. Muss doch irgendjemanden geben, der hier was machen kann oder mir eine Info geben kann oder ähnliches. Ist doch einer, oder? Das ist der Beweis, dass ich in der Händlergilde bin. Hier, sieh doch! Bei allem Respekt, damit stehen dir noch immer nicht 3 Beutel Safran, 2 Beutel Vanille und 1 Flasche Honig kostenlos zu. Unerhört! Welch Verschwendung meiner Zeit! Hallo, Gewürze für dich? Ärger mit den Kunden? Nicht mehr als sonst. Diese Leute der Elfenbeinmünze halten sich für Gottes Geschenk an die Menschheit. Die Elfenbeinmünze? Ich sollte nicht darüber sprechen. Viel weiß ich ohnehin nicht. Was du auch weißt, wird mir helfen. Nun, es kann nicht schaden, dir zu erzählen, was ich weiß. Die Elfenbeinmünze ist eine gehobene Händlergilde. Sie tragen eine Brosche, die ihnen Zutritt zu bestimmten Orten gewährt. Wie erhält man so eine Brosche? Soweit ich weiß, sind nur geachtete Händler Teil der Elfenbeinmünze. Und man muss von einem Mitglied eingeladen werden. Sie glauben, durch ihren Status könnten sie sich Waren nehmen, ohne sie zu bezahlen. Hat man je solch eine Eitelkeit gesehen? In El-Karch überrascht mich nichts. Danke. Ah, da oben ist jemand. Der hat eine. Keine Brosche, kein Zut. Hey! Das war kein... Das wollte ich nicht. Was siehst du, Sadiq? Das heißt, ich muss da rein. Nimm die Brosche der Gilde der Elfenbeinmünze an dich. Das heißt, hier...
muss ich rein. Irgendwie. Schönes Stück Land. Mit Datteln. Ja, aber meine Brosche liegt da drin. Ja, aber meine Brosche liegt da drin. Verstehst du das Problem? Allah verfluche dich. Eine exklusive Verbindung von Händlern der Oberschicht. War ja klar, dass es so etwas gibt. Sein muss. Verstanden, Sayid. Wir werden dein Gold am Morgen vom Stand des Händlers holen, um jeden Preis. Warum nicht heute? Ihr werdet mit jedem Tag unfähiger. Nutzloses Pack. So, den Typen holen wir uns. Andere ist da. Das wird die Brosche der Elfenbeinmünze sein. Hübsch. Ich habe beide Schmuckstücke. Nun muss die Wache mich reinlassen. Ich hoffe, das klappt jetzt, was ich mache. So. Dann gehen wir nochmal zur Schatzmeisterin, obwohl wir schon neben ihr standen, aber ja. Das ist wohl das Problem, wenn man diese ganzen Schatzsuchereien schon vorher gemacht hat. Und anschließend erst die Spielmissionen macht. Friede sei mit dir. Du schon wieder. Was gibt es? Ich habe etwas, das sie will. Eine chinesische Haarnadel von der Auktion. Und ich habe auch meine Brosche dabei. Hier. Wohlan, du darfst eintreten. Hier entlang, Sayidi. Ich freue mich darauf, die Schatzmeisterin treffen zu können. Das ist eine Ehre. In der Tat, Sayidi. Sie ist sehr beschäftigt und zeigt sich nur selten. Ich habe noch nie so viele Schätze an einem Ort gesehen. Er lebt wieder? Das ist minderwertig. Ich frage mich, nein, ob du wirklich der Kenner bist. Lass es einfach. Dieser Teller ist unbezahlbar, das schwöre ich. Schatzmeisterin, wenn du nur... Geh, lass die Vase hier. Schaff mir den Teller aus den Augen. Vielleicht können die Hunde im Zug davon fressen. Ihre Ansprüche sind zu hoch. Damit muss man aufpassen, dass man nicht gebissen wird. Bitte unterlasse es, abschätzig von der Schatzmeisterin zu sprechen. Du darfst eintreten.
neues Gesicht. Mein Name ist Basim. Neu in Bagdad, aber nicht neu im Geschäft. Ich handle vor allem mit alten Sammlerstücken. Dann hast du ein gutes Auge für Details. Was bringst du mir, Basim? Du weißt, was ich bringe. Ein Mann, der keine Spielchen spielt. Na los, zeig sie mir. Exquisit. Hast du jemals so etwas gesehen? So zerbrechlich, so makellos. Nein, aber es überrascht mich, dass du so begeistert bist. Ich habe eine Schwäche dafür. Als ich noch ein Kind war, banden meine Schwestern und ich uns die Haare mit Stöcken, mit Steinen als Schmuck. Ich tat so, als wären sie seltene Edelsteine. Wir hatten nichts, doch wir fühlten uns reich. Es gibt viele Gründe, warum Leute mich aufsuchen. Ratschläge, eine Kostprobe der Macht und vor allem, um meine Gunst zu erlangen. Warum bist du hier, Basim? Nun, ich bin auch Sammler und habe viel von dir gehört. Von deiner Ausgefallenheit, deinem Geschmack. Ich will lernen. Hast du auch gehört, ich hätte Glück? Ich verabscheue das Wort. Als ich nach Bagdad kam, war ich eine von vielen, die etwas aus sich machen wollten. Mittlerweile frisst mir sogar der Osten aus der Hand. Ich krallte mich an jeden Vorsprung, wo andere aufgaben, um ihre Nägel zu schonen. Aber mir machten ein paar Kratzer und etwas Blut nichts aus. Gewiss gab es Unterstützung. Leute, auf die du trafst, die dir halfen, bis hierhin zu kommen. Egal, was andere sagen. Man hat niemanden als sich selbst. Nur sich selbst. Tschüss. Ich wusste, wer wir sind. Wegen der letzten Frage wahrscheinlich. Alles gedeiht, wenn in der Familie Harmonie herrscht. Familie? Das Wort hat keine Bedeutung. Die Vorstellung davon noch weniger. Nur man selbst hört das leise Flüstern der eigenen Seele und nimmt sich völlig an. Niemand lebt allein. Aber wir sterben allein. Am Ende sind wir schlicht, absolut und wahrhaft allein. Jin, ich sollte zurück ins Bruderschaftshaus. Die Schatzmeisterin! Sie ist tot! Wachen! Hilfe! Die Schatzmeisterin wurde ermordet! Bleib stehen und kämpfe! Thank you.
Okay, wie komme ich hier raus? Gerade nicht gesehen, weil ich hier Leute abschlachten musste. So, die Schatzmeisterin ist tot. Das heißt, ich könnte an sich jetzt hier hingehen und alles Mögliche mitnehmen. Theoretisch. Basim, wie ist es gelaufen? Auf den Straßen redet man nur noch über die Auktion. Gerüchte verbreiten sich schnell. Es war diese Frau, Ning. Eine Frau an der Spitze? Das muss viele verärgert haben. Gleichermaßen verärgert wie verzaubert. Kein Wunder, dass sie ihre Identität geheim hielt. Nun machen sich die höchsten der wohlhabenden Halunken in ihre Seidenroben, aus Angst, sie wären die Nächsten. Der Orden wird jetzt nicht aufhören. Wenn sie den Osten erreicht haben, lässt sich kaum sagen, wie weit sie noch kommen. Hast du ihn gesehen? Den Djinn? Ich... Jetzt ist er fort. Er ist fort. Ruh dich aus. Unser Werk ist noch nicht vollbracht. Frag mich, was es mit diesem Djinn auf sich hat. Ruhig, Basim. Ich bin da. Basim, mach langsam. Ich darf sie nicht warten lassen. Ist deinen Gefährten eigentlich bewusst, dass ihr Jäger im Schlaf selbst gejagt wird? Wenn er nur im Schlaf käme, könnte ich es ertragen. Aber er folgte mir, als ich aus El Anbar floh. Und nun kommt er auch, wenn ich meine Ziele töte. Die aus dem Palast. Mit den Masken. 4 tot durch meine Hand. Der letzte, der Kopf der Schlange, schließt sich ihnen bald an. Warum die Kehle durchschneiden, wenn du die Zunge lockern könntest? Was? Wieso sollte ich... Der Djinn schlug nur im Schlaf zu. Er war dir tagsüber nie auf den Fersen, bis du in jene Truhe gegriffen hast. Die Maskenträger schätzten ihren Inhalt sehr. Diesen antiken Gegenstand, der durch deine Berührung erwachte. Leben könnten sie Antworten geben. Ich jage meine Feinde. Ich breche nicht das Brot mit ihnen. Ich habe einen Eid geschworen. Wie kannst du jagen, wenn du gehetzt wirst?
Wer ohne Last im Dunkel wandelt, kann dem Licht besser dienen. Ich halte meine Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger, nicht vom Orden der Ältesten. Wenn du deine Feinde nicht fragen willst, was in der Truhe war, dann frag deine Freunde. Und warum sie danach suchten. Meine Mitstreiter erwarten mich im Bruderschaftshaus von Harbia. Mach deinen Kopf frei, Basim. Blicke nach vorne. Jo. Wird immer konkreter. Ja, das war's dann für diese Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.